Dino hat natürlich auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt jetzt, auch gerade jetzt bei den Bayern im letzten Jahr. Ist ein richtig guter Trainer, der eine gute Kommunikation pflegt, der mit jungen Spielern arbeiten will, der eine ganz klare Idee hat, der eine gute Ansprache auf dem Platz hat. Und wir freuen uns extrem, dass er jetzt bei uns die nächsten Jahre Trainer ist. Letztendlich geht es darum, dass man immer überzeugt ist von dem Trainer und dass er gewisse Dinge mitbringen muss. Und die bringt Dino halt mit, war selber auch Spieler. Und das ist immer auch ein Vorteil für einen Trainer. Wie gesagt, hat jetzt auch sehr viel Erfahrung gesammelt als Co-Trainer auf Top-Level. War selber auch schon ein Trainer, hat da auch schon seine Erfahrung gesammelt, hat auch als Trainer international schon gespielt. Und das ist das, was wichtig ist. Und er will sich auch weiterentwickeln. Er will bei Eintracht Frankfurt die nächsten Steps mit uns gehen und will dort auch einen gewissen Spielstil stehen. Es geht darum, auch Talente weiterzuentwickeln und junge Spieler weiterzuentwickeln, und das kann er. Er kennt das Umfeld hundertprozentig, und das ist natürlich auch wichtig. Einfach, wenn er jetzt in so einen großen Club kommt, aber wie gesagt, er bringt vieles mit, ist ein richtig guter Typ auch, und wir werden sehr viel Spaß mit ihm haben.